Jo, da wären wir wieder. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, ich hatte mich jetzt schon zweimal gefragt, wie das mit dem Upgrade-Tool funktioniert. Und zweimal kam kurz danach in den Kommentaren eine Antwort. Ich hatte das zwischenzeitlich vergessen, was die erste Antwort war. Und zwar ist da oben so ein großer Knopf. Den kann man drücken und da kann man das wohl alles einstellen. Genau. Das heißt, ich müsste jetzt ein MK1-Capacitor mir suchen, den da irgendwie reinziehen, den MK2-Capacitor suchen, den da reinziehen. Und dann sollte das irgendwie klappen. Ja. Es wirkt ehrlich gesagt aber ein bisschen zu aufwendig. Ach komm, ich probiere es mal ganz kurz aus. Nehmen mal einen davon und tun jetzt den da rein. Und dann bräuchte ich einen MK2. Klau. Tu den da rein. Und das war's. So, setz dich mal da wieder hin. Upgrade from, upgrade to. Ja, save. Und wenn ich jetzt so mache, nehmen sie den weg und setzen die hin. Ja, super. Sehr schön. Genau so hätte ich das gern gehabt. Also, vielen Dank nochmal für die ersten Kommentare und auch die zweiten. Ich bin da manchmal ein wenig schusselig, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Weil mir immer so viele Sachen durch den Kopf gehen, da vergesse ich die Hälfte. Guti. Das heißt, wir müssen jetzt nur warten, bis genug Solarpanels produziert werden. Dann können wir das hier alles ersetzen. Schön, schön. Dann wollte ich noch Aux-Stations vorbereiten. Ja. Warten, bis die Forschung durch ist und dann in Richtung modularer Rüstung gehen. Das ist auch soweit okay. Was kann ich zwischenzeitlich jetzt noch machen? Ich würde ganz gerne mehr automatisieren. Ich muss dann immer nur halt so einen Blick auf das hier behalten. Achso, und noch ein paar Kommentare, die jetzt des Öfteren aufgetreten waren. Und zwar habe ich zum Beispiel bei den... Oh, Piu Piu. Schön viel Piu Piu. Big Spitter, ja. Habe ich hier oben irgendwo ein Ärmchen vergessen, angeblich. Sehe ich jetzt allerdings... Ah, doch, da. Da fehlt ein Ärmchen. So. Aber es wird gar nicht genug Kohle produziert, dass die alle arbeiten können. Das heißt, das Ärmchen war vollkommen egal. Naja, nicht ganz. Schnappt sich gerade welche. Oh ja, es wäre schön, wenn hier mehr Kohle ankommen würde. Das kann ich aber erst ändern, sobald wir MK3-Drills haben. Was jetzt halt noch nicht der Fall ist. Wie viel hast du da oben drin? Sehr viel. Oh, schick. Schick, 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 schick. Also da dürften wir keine Probleme haben. Dann wurde noch angemerkt, dass hier das Fließband noch nicht auf rot umgestellt wurde. Das ist richtig. Aber das muss es auch nicht, weil es bei weitem nicht voll ist. Also kann ich das auch so lassen. Und es wurde halt vorgeschlagen, dass ich hier auch mit roten Kisten arbeite. Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden damit, wie es jetzt hier funktioniert. Ja. Dann kam auch der Vorschlag, dass ich die Landfill-Geschichte doch unten hinbauen sollte, wo die Steinproduktion ist. Was Sinn macht. Allerdings ist hier unten kein Fabrikkomplex. Und ich würde ungern einfach nur so da eine Fabrik hinwappen. Und ich weiß, dass es nicht effektiv ist und so, aber es ist mir halt lieber, dass die Fabriken da sind und das andere da. So, wir werden links angegriffen. Da sollte ich wahrscheinlich auch nochmal vorbeischauen, bevor ich irgendwas anderes mache. Weil der Angriff sieht ja schon recht lange aus. 8 Türme schießen, einer beschädigt. Ja, noch lebt da alles. Und wir haben ganz viele rosa Knödelchen. Was macht ihr da? Das finde ich nicht cool. Kommt mal runter da, bevor ihr irgendeine Basis baut, direkt vor unserer Nase. Dankeschön. Und ich hätte gerne Mary Pepex, die ich dann auch gerne hier reinstopfen würde, weil sie fertig sind. Wie das alles funktioniert. Und kistenweise Tin und Golderz. Wo? Da. Gut. Ah, es ist schick, wie schnell das Tin hier rumkommt. Aber wir hatten ja auch vor kurzem gesehen, also vor ein paar Folgen, dass es ziemlich schnell verbraucht wird. Bei diesen Tint-Copper-Wire-Dingern. Das heißt, das schmeißen wir jetzt direkt oben in die Schmelzen rein, dann ist gut. Schön. Das Military 7 dauert irgendwie ganz schön lange. Ich muss mal gucken, ob da irgendwelche Ressourcen fehlen.
Also du kriegst mal hier. Kriegst mal hier. Wir brauchen schnellere Schmerzen. Also MK3-Schmelzen sind auch bald dran. Nö, die sind alle am Wuseln. Brauchen nur irre lange. Oben ist eine Fehlermeldung. Acht Türme schießen und wir haben nicht genug Solar Panels. Ja, ist okay. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich Speed-Module. Für die Labs. Wie stelle ich die nochmal her jetzt mit dem neuen System? Da brauchen wir die Dinger für und die werden in irgendeiner Fabrik hergestellt, die wir gar nicht mehr haben, richtig? Richtig. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine Fabrik in der Nähe von den Ferrik-Rohren. Die waren wo? Da war Schwefelsäure, hier war Ferrik. Das heißt, wir machen dich weg, machen hier eine Fabrik hin. Blub, blub. Brauchen jetzt Untergrundrohre, die ich nicht sehe. Achso, die Rohre waren wieder woanders, die waren nicht hier. Und dann machen wir einfach da Anschluss von da nach da unten, dann passt das. So, du stellst bitte her die Moduldinger. Die da. Gut. Kriegst von oben Ferrix Solution. Bis da. Wir brauchen mehr normale Rohre. Rohre. Das Ding, der wird wieder angegriffen. Ja, das kann ich nicht ändern. Ist halt so. Und du brauchst Copper, Tin und Phenolicboard. Okay. Copper. Phenolicboard. Und Tin. Und beschränken tun wir dich mal auf 2 Stacks. Was soll man sich behoben? Jo, schön. Goodie. Das heißt, wir kriegen jetzt durchgehend diese grünen Dinger, wenn denn die Roboter gleich soweit sind. Und wenn wir noch Tin hätten. Ah, da kommt Tin, okay. Also, die werden hergestellt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die Golddinger. Die brauchen einfach nur Goldplatten. Das heißt, wir bauen einfach irgendwo hier eine Fabrik hin. Also, anbieten wird sie natürlich direkt darunter, dass ich es direkt reinlegen kann. Aber ich würde eigentlich ganz gerne hier auf der Seite nur Fabriken hinbauen, die auch das Ferric Chloride brauchen. Die Fabrik ist eigentlich auch schon eine Ausnahme, die ich nicht hätte machen sollen. Das heißt, ich schnapp mir das Blueprint, baue das allerdings nicht hier hin, weil hier ist ja Schwefelsäure. Oder MK3 Solar Panels? Ich glaube MK3 Solar Panels. Ja, aber hier müsste okay sein. Da und da, richtig? Spricht nichts dagegen, das hier hinzubauen, oder? Das ist ein bisschen Kuddelmuddel hier wegen dem Auskippzeug, aber es sollte okay sein. Gut, du stellst bitte hier die Dinger. Beschränkt auf 1 Stack, das reicht. Der Außenposten da oben wird angegriffen, scheint aber okay zu sein. Genau, du beschränkst dich auf 1 Stack und du hättest gerne Gold- und Kupferbars, glaube ich. Kupfer und Gold, wobei kein 200 Gold, sondern nur so 10. Gut. Das hätten wir auch. Das heißt, ich kann mir jetzt beide Sachen schnappen. Was fehlt noch? Blaue Circuit Boards. Die brauchen die weißen Bretter. Die hatten wir mal. Das war. Haben wir hier unten. Den Stack. Und jetzt werden nur ganz viele von den Standard-Elektro-Sachen gebraucht, die ich einfach anfordern werde. Also Basic Electronic Components und Solder. Also schmeißt das und das mal weg. Und das sind die Sachen hier, die wir eigentlich fast immer brauchen für die ganzen Bob-Geschichten. Jeweils 200 Stück. Miau, 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 miau. Die Basic Components kommen nicht hinterher. Die wollten wir eher weiter, oder? Ja, aber im Zuge unseres Neuaufbaus da unten, denke ich mal. Ich wenigstens ein paar. Ja, da ein paar. Gut. Und ich
brauche jetzt noch die grünen Dinger und die goldenen Dinger, die ich jetzt vorbereitet habe. Und dann kann ich die ersten Speed-Module wieder bauen. Schön. Gib mir... Wow. Das geht schnell. Gib mir ein Stack davon. 20 davon. Und baue 7 Speed-Module. 8 Speed-Module. Wie viel passen in so ein Forschungsding? 2, oder? Ja. Also ich könnte schon mal 4 davon ausrüsten. Wird ein bisschen helfen. Wird aber auch wesentlich mehr Strom verbrauchen, ne? Ja, 15% pro Modul. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen. Was mich daran erinnert, dass wir die Dinger demnächst umbauen wollten. Ja. Wir haben echt noch viel zu tun. Aber es ist schön. Die Basis wächst und gedeiht. Die Gegner allerdings auch. Aber das bekommen wir schon hin. Und du dauerst ganz schön lange. Sortiere ich währenddessen ein bisschen mein Inventar aus. In irgendeiner Kiste. Du kannst weg. Ein Barren kann weg. Ein alter Roboter. Ja, kann man da bleiben. Die wollte ich drin haben, um mehr Iron Conduits zu bauen. Das ist richtig. Die sollte ich gleich umwuseln. Der kann weg. 3 Steinmauern können weg. Ja, das meiste davon brauche ich eigentlich recht häufig. Nee. Altbewährtes Problem. Ich sollte echt wieder einfach alles rausschmeißen und dann immer nur die Sachen hier anfordern, die ich wirklich brauche. Aber gut. Momentan brauche ich das Inventar. Ich finde den Inventarplatz eh nicht so wirklich. Bin ja nicht am irgendwie hin und her haulern oder sonst irgendwas. Zeig mal Ressourcen. Das ist faszinierend. Eisenkupfer bleibt fast durchgehend gleich. Jetzt schon so über eine Stunde. Also, 4 Folgen. Okay. Also es ist schön, es ist nur irritierend. Eigentlich müsste es eher nach oben oder nach unten gehen und nicht immer bei 90.000, 40.000 bleiben. Okay. Rote Tränke sind genug da. Grüne Tränke auch, blaue Tränke auch. Braune Chips sind genug da. Weiße Chips nicht. Ja, weil wir halt durchgehend am Solarpanel produzieren sind und Annahmen, Krimskrams. Warum werden keine Frames hergestellt? Mal, wenn wir noch keine roten Engines haben. Da. Ja, 2 Fabriken für weiße Chips. Die nicht produzieren, weil... nicht genug davon da sind. Okay, also ich muss davon jetzt mehr Fabriken bauen. Und die brauchen die... die brauchen Tin. Es wird also nicht... Ja, das habe ich, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal festgestellt. Es wird nicht schnell genug Tin eingeschmolzen. Also brauche ich echt noch extra Schmelzen. Wie schaut es mit Stahl aus? Stahl sieht auch nicht gut aus. Das ist unerwartet. Mach mal noch ein Furnace hier hin. Da und da... Ärmchen so und so. Und dich machen wir jetzt auch zu Eisen. Und auch beschränken auf so. Und euch stellen wir um, dass du kein Goldessen benutzt, sondern nur Tin. Und dann müssen die noch mal langsam hinterherkommen damit. Gib mal dir Speed-Module. DSB-Module, obwohl die eigentlich für die Forschung gedacht waren. Aber denen scheint jetzt ja eher ein Problem zu sein. Go. Ja, Crafting Speed plus 60%. Stromverbrauch plus 45%. Das hält sich noch in Grenzen. Richtig? Ja, richtig. Die Replicator verbrauchen am meisten. Gut, also das sollte jetzt eigentlich erstmal okay sein. Was mache ich jetzt? Oh, da hinten sind keine Repair Packs. Das ist nicht gut. Dann mache ich das jetzt erstmal. Bau Repair Packs. Haben wir die eigentlich schon automatisiert? Ja. Dann klaue ich mir einfach da oben noch ein paar. Ja, damit. Alle. Gut. Und um die Reise ein bisschen schneller zu gestalten, laufen wir mal. Ist hier noch ein kleiner Trip, um die Sachen da abzuliefern. Blub. Blub. Und wieder weg.
Nehme ich auch mal Tin mit, wenn ich schon mal hier bin. So. Kleinen Schwung. Schadet nicht. Gut ist. Normal. Speed weg. Und gut. Boah, ist doch nicht tierisch lange mit dem Military 7. Du, kein Gold. Tin. Ja, nee, nicht oben links. Oben links soll den hin. Gott. Tin. Erholt sich Stahl langsam? Nö, auch nicht. Also, das war wahrscheinlich ein wenig utopisch, den kleinen Platz hier nur für die Schmelzen zu veranschlagen. Das heißt, wir sollten den Roboport hier mal wegnehmen und die Ladestation. Und den Roboport dann über der Aug Station wieder aufbauen. Und die Ladestation. Ja, jetzt passen die hier nirgendwo hin, ne? Die Ladestation mal hier hinbappen. So. Die Unicom-Mini-Außenbasis da wird wieder angegriffen, das ist aber okay. Sollte ich aber demnächst wieder hingehen, um Ressourcen abzuholen. Die sollten frei rumfliegen, die Jungs. Die sollten aufgestuft werden. Gut. 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 Genau, mehr Schmelzöfen. Brumm, 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 brumm. Und es geht auf. Ich mag es, wenn es aufgeht. Bitte machen wir ganz kurz ein neues Printing. Und zwar hiervon. Blub, blub. Blub, blub. Einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Mit der Maustaste. Die sind jetzt alle für Stahl. Das heißt, ich mach mal den hier anders. Klau das da raus. Das heißt, die drei sind jetzt unsere Sonderschmelzen. Die hier alle sind für Stahl und dazwischen ist ein Glasding. Das ist komisch. Also machen wir hier mal Shift rechts, Shift links, klauen das da.